Kurz gesagt, vom ursprünglichen Plan, eine Gesamtdarstellung, bist du abgerückt und hast dir dann zum Ziel gesetzt, eine Bibliografie zu machen, was ja vermutlich nicht sehr gut aufgenommen wurde. Oder wie war das? Man hat mir sehr bald zu bedenken gegeben, dass mit einer Bibliographie kein Doktortitel erworben werden könne. Also, weil die Anders. Bibliografie normalerweise das ist, was nach der Arbeit am Schluss steht und nicht die Arbeit selber, oder? Oder was? Bibliographien stehen selbstverständlich auch am Schluss einer guten Arbeit. Es Ja. haben dort auch gute Bibliografien zu stehen, Ja. selbstverständlich. Andererseits ist natürlich eben im Fall eben der Dissertation war die Bibliografie auch eine Voraussetzung für die historische Arbeit, weil die Schriften kaum bekannt waren. Niemand hat sich intensiv mit den philosophischen Dissertationen deutscher Hochschulen auseinandergesetzt. Und ohne diese Quellengrundlage wäre es auch gar nicht denkbar gewesen, weiterzuarbeiten, das heißt zu interpretieren. Es war ein Dschungel von Texten, in den man sich zuerst einfinden musste. Zum Glück war es nicht besonders schwierig, denn eben die Textgattung als solche zu beschreiben und zu identifizieren. Wo sich dann später manche Schwierigkeiten ergaben, die ich damals noch nicht vorausgesehen hatte. Also eigentlich war das die Einsicht, dass bevor man etwas interpretieren oder Gesamtdarstellungen machen kann, braucht man überhaupt das Material. Und das Material war noch nicht erschlossen, oder? Ja, und es Das ist war. die triviale Überzeugung, die damals hoffentlich jedem Historiker auch gegenwärtig war, dass ohne Arbeit an den Quellen keine historische Erkenntnis möglich ist. Ich habe später dann allerdings immer wieder festgestellt, dass diese Selbstverständlichkeit für manchen Historiker oder Geisteswissenschaftler, will ich vorsichtiger sagen, keine Selbstverständlichkeit war. Und dass man sich vielleicht lieber eben irgendwelchen Spekulationen ergab, statt nach erfolgter Grundlagenarbeit denn vorsichtig Hypothesen zu entwickeln. Und das war mein Zugang nicht. Ohne Quellentexte, das hat meine Erfahrung bald gezeigt, hätte ich auch gar nichts wesentlich Neues schreiben können. Ich hätte bloß das referiert, was bereits vorlag, und das war in manchen Bereichen des Themas, vor allem im Bereich eben der akademischen Kleinschriften, dürftig genug.